Wie schaffst du es, dass deine Abonnenten deine E-Mails mit Interesse lesen und auch noch den Link darin klicken? Denn das ist ja das Wichtigste. Deine Leser sollen auf den Link in deiner E-Mail klicken. Doch genau das stellt sich aber sehr oft als einziges Dilemma heraus. Die meisten E-Mails erwecken viel zu wenig oder gar kein Interesse. Die Nutzer überfliegen den Inhalt nur kurz und klicken dann auf Löschen. Deshalb muss der Inhalt deiner E-Mail den Leser vom ersten Satz an in seinen Bann ziehen. Er muss ganz versessen drauf sein, mehr zum Thema erfahren zu wollen. Um dies zu erreichen, musst du ganz bestimmte Kniffe und Tricks anwenden. Welche das sind, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Hallo, ich bin Dieter Schäfer. In diesem Video zeige ich dir, wie du E-Mails kreierst, die deine Leser so richtig fesseln, sodass sie anschließend auf den Link in der E-Mail klicken. Deine E-Mails müssen so starkes Interesse wecken, dass der Leser ganz begierig darauf ist, mehr zu erfahren. Doch wie erzeugst du beim Leser genügend Interesse? Wie fesselst du seine Aufmerksamkeit? Warum fällt genau das den meisten so schwer? Wo liegen die Schwierigkeiten? Das werden wir jetzt Schritt für Schritt entwirren. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier vor allem die E-Mail-Texte. Doch wie kreierst du wirkungsvolle E-Mail-Texte, die deine Leser überzeugen? Wie wächst du beim Leser genügend Emotionen, dass er schließlich ganz begierig darauf ist, mehr zu erfahren, so dass er eben den Link in der Mail klicken muss? Der Leser muss sofort spüren, dass ihm der Inhalt deiner E-Mail hilft, sein Problem zu lösen. Daher musst du deine E-Mail-Texte auf das konkrete Problem deiner Zielgruppe ausrichten. Das Problem deiner Zielgruppe kennst du, denn deine Leser haben sich explizit für das spezielle Thema in deinen Verteiler eingetragen. Denn sie suchen eine Lösung für ihr konkretes Problem. Mach dem Leser sein Problem nochmal so richtig bewusst. Sein Schmerz muss so groß werden, dass er gewillt ist, etwas dagegen zu tun. Bevor wir nun zum konkreten Texten kommen, noch ein paar allgemeine Regeln zu Business-E-Mails. Regel 1. Achte auf ein seriöses Erscheinungsbild und auf ein einheitliches Design. Das heißt, behalte in der gesamten E-Mail ein Schriftformat und eine Schriftgröße bei. Regel 2. Wenn du auch an eine Vielzahl von Empfängern schreibst, schreibe dennoch stets an eine einzelne Person, nicht an Gruppen. Sehr hilfreich ist dabei die direkte Anrede, also das Du. Das ist viel persönlicher als das Sie oder Mann. Schreibe so, wie du einem guten Freund schreiben würdest. Regel 3. Starte mit der wichtigsten Information, das, was den Leser am meisten interessiert. Schreibe aussagekräftige und informative Texte. Bezieh dich dabei auf die Betreffzeile oder führe sie weiter aus. Denn der Empfänger hat die E-Mail geöffnet, weil ihn das Thema der Betreffzeile interessiert. Regel 4. Strukturiere den Inhalt der E-Mail. Füge Zwischenüberschriften ein und verwende auch Bullet Points und formatiere diese fett. Regel 5. Halte die Sprache einfach und leicht verständlich. Das heißt, verwende möglichst keine Fremdwörter. Versuche sie durch deutsche Wörter zu ersetzen. Verwende auch keine Abkürzungen in der E-Mail. Schreibe Begriffe immer aus. Regel 6. Schreibe spannende Inhalte und bringe Emotionen in die Texte. Emotionen bewegt den Leser sehr viel stärker zum Handeln als rein sachliche Argumente. Regel 7. Bring im Text Call to Actions, also Handlungsaufforderungen, unter. Verwende dabei aktive Verben. Diese animieren den Leser mehr als passive Worte. Zum Beispiel, klicke auf diesen Link und erfahre mehr ist besser als hier erfährst du mehr. Regel 8. Vermeide unbedingt in der gesamten E-Mail Spamwörter. Diese führen nur dazu, dass deine E-Mail im Spam-Ordner landet. Mehr zu Spam erfährst du in meinem speziellen Video zum Thema Spam. Dieses findest du rechts außen in meiner Playliste. Den Link zum Video findest du auch unter dem Video. Regel 9. Achte auf korrekte Grammatik und Rechtschreibung. Zu viele Fehler im Text machen keinen guten Eindruck. Das wirkt so, als habe der Autor gehudelt. Der Leser nimmt den Inhalt nicht ernst. Regel 10. Bring in der E-Mail, wie auch in einem Brief, am Ende des Textes eine Grußformel unter und schreibe deinen Namen darunter. Mit freundlichen Grüßen oder noch besser, mit herzlichen Grüßen, darunter dein Name. Nach diesen 10 Regeln erstmal ein paar wichtige Tipps zu den konkreten Inhalten einer E-Mail. Tipp 1. E-Mails sollten stets hochwertigen Content enthalten. Die Inhalte sollten für den Leser von großem Interesse sein und sie sollten sehr informativ zum Thema sein. Tipp 2. Klarheit, Fakten, konkrete Zahlen, vor allem die Nutzenvorteile für den Abonnenten sind dabei sehr wichtig. Statt Verkaufsfloskeln erzähl lieber von deinen Erfahrungen mit dem Thema oder dem Produkt.
Tipp 3. Die Sätze sollten kurz und knackig sein. Bei zu langen Sätzen ist die Gefahr gegeben, dass der Nutzer die E-Mail wieder schließt. Kurze Absätze von 3 bis 4 Zeilen machen das Lesen leichter. Tipp 4. Bring das Wichtigste gleich am Anfang. Platziere auch den Link schon in den ersten 1 bis 2 Absätzen. Das ist wichtig, weil kaum einer die komplette E-Mail liest. Wiederhole den Link dann noch 2 bis 3 Mal in der E-Mail, damit der Leser nicht lange danach suchen muss. Tipp 5. Schon der erste Satz muss starkes Interesse wecken. Dazu musst du vor allem die Emotionen des Lesers ansprechen, denn es ist die Emotion, die uns Menschen zum Handeln bewegt. Allerdings solltest du nicht den kompletten Text in der E-Mail radikal emotional schreiben, denn dann verliert das Ganze seine Wirkung. Überzeuge auch den Verstand des Lesers wiederum mit sachlichen Argumenten, also mal emotional, mal rational schreiben. Auf diese Weise sprichst du beide Ebenen an, Gefühl und Intellekt. Das potenziert die Wirkung deiner Texte. Aber wie bringst du nun Emotionen in deine Texte ein? Na, zum Beispiel mit den richtigen, den starken Worten. Es gibt zahlreiche Worte, die jeden Satz, jede Aussage verstärken. Ich nenne sie massive oder starke Worte. Sie bringen Emotion und Überzeugungskraft in deine Texte. Mehr zu diesen starken Worten in wenigen Minuten in diesem Video. Deine Texte müssen so verführerisch geschrieben sein, dass der Leser am Ende gar nicht anders kann. Ja, er muss begierig drauf sein, den Link in der E-Mail zu klicken. Dazu musst du in deinen Texten ganz bestimmte Anreize schaffen. Tease zum Beispiel ein Geheimnis an, aber verrate es nicht. Setz stattdessen einen Link hin. Wenn der Leser das Geheimnis enthüllen will, muss er auf den Link klicken. Du kannst auch eine sehr kurze, aber spannende Geschichte beginnen, aber beende sie nicht. Setz stattdessen einen Link hin. Wenn der Leser die Geschichte erfahren will, muss er eben den Link klicken. Setze Links im Fließtext, aber auch in den Freiräumen zwischen den Absätzen. Die Links müssen richtig auffallen. Sie sollten fett formatiert und in einer Signalfarbe sein. So wie hier. Hier ein Beispiel einer E-Mail mit einer Einladung zum Webinar. Hier steht bereits schon ein Link im Fließtext. Der Link hier fällt sofort ins Auge, denn er steht allein und ist fett und in Blau formatiert. Wichtige Textparts sind fett oder kursiv formatiert. Hier stehen die Bullet Points, also die Aufzählungszeichen. Und hier wird der Link nochmals wiederholt. Noch besser fallen große farbige Buttons auf. Das erweckt mehr Aufmerksamkeit und erhöht die Klickrate. Der Größe und farblichen Gestaltung von Buttons sind hier kaum Grenzen gesetzt. So wie die drei Beispiele hier. Links wirken noch besser, wenn sie Signalworte enthalten, also themenrelevante Keywords. Und sie sollten natürlich eine direkte Call to Action enthalten. Am besten mit Verben, die zum Handeln auffordern. Hol dir jetzt diese Insider-Tipps. Melde dich hier zum Webinar an. Klicke jetzt auf diesen Link. Bring unbedingt Trigger in deine Texte ein. Trigger lösen in uns etwas aus. Ein bestimmtes Gefühl. Angst. Dringlichkeit. Ein Anreiz zu handeln. Dringlichkeit. Das Suggerieren von Knappheit ist ein sehr guter Trigger. Okay, hier ein paar Triggerbeispiele für die E-Mail. Nur noch wenige Tickets verfügbar. Jetzt schnell noch ein Ticket für das Seminar oder Konzert sichern. Nur noch wenige Plätze frei. Melde dich jetzt zum Webinar an. Auch Aufzählungspunkte, sogenannte Bullet Points, haben ihre Wirkung. Sie suggerieren wichtige Details, daher wird der Leser ihnen verstärkt Aufmerksamkeit widmen. Nenne in diesen Bullet Points die wichtigsten Nutzenvorteile, die der Interessent von deinem Angebot hat. Hier kurz und bündig ein Beispiel mit 3 Bullet Points. Massig qualifizierte Besucher für deine Produkte. Zahlreiche Templates für deine Squeeze-Pages, Materialien und Checklisten zum Downloaden. Wenn du dem Empfänger bereits schon eine E-Mail zum selben Thema oder selben Produkt geschickt hast, kannst du dich darauf beziehen. In meiner letzten E-Mail habe ich dir zu Problem XY geschrieben, das, dann führst du kurz die Fakten auf und danach schreibst du, heute erhältst du noch eine wichtige Neuerung zur Lösung für Problem XY, nämlich... Dann schreibst du ein paar kurze Sätze zu den Details und setzt ganz wichtig deinen Link dazu. Oder du legst eine Dreier-E-Mail-Serie an. Nach meiner letzten E-Mail haben mich viele Abonnenten angeschrieben und Fragen zu Produkt XY gestellt. Deshalb habe ich mich entschlossen, die 3 häufigsten Fragen in dieser E-Mail zu beantworten. Dann nimmst du dir 3 Fragen vor, die bei Produkt XY üblicherweise aufkommen und schreibst die Antwort jeweils dahinter. Nach jeder Antwort setzt du natürlich einen Link dazu. Selbst wenn dir die Leser auf deiner letzten E-Mail keine Fragen gestellt haben, du kannst Fragen raussuchen, die tatsächlich schon dazu gestellt wurden. Oder du denkst dir einfach selber 3 Fragen aus und beantwortest diese gewissenhaft mit deinem Fachwissen. Dies weckt wiederum mehr Vertrauen, weil die Empfänger dich als Experten wahrnehmen.
Dann noch einen kurzen abschließenden Satz. So hoffe ich, dass ich dir mit diesen Antworten bei der Lösung des Problems XY weiterhelfen konnte. Weitere Tipps findest du hier, das hier nochmals verlinkt. Mit herzlichen Grüßen, dein Name und das war's. Nochmals 2 oder 3 Tage nach dieser zweiten E-Mail schickst du die dritte E-Mail dieser Serie an deine Liste. Darin bietest du das Produkt YY zu besonderen Konditionen an. In der dritten E-Mail der Dreier-Serie könnte dann als Verknappung oder Dringlichkeit ein Satz etwa in dieser Art stehen. Nur noch diese Woche ist Produkt XY zum Schnäppchenpreis für 99 Euro erhältlich. Und dann der Link, sichere es dir jetzt. In jeder E-Mail solltest du immer nur ein Thema behandeln. Das schafft Klarheit. Mach nicht den Fehler und versuch mehrere Produkte oder Dienstleistungen in einer E-Mail unterzubringen. Das verwirrt den Leser nur und er wird am Ende gar nichts klicken. Du solltest in einer E-Mail niemals alles verraten. Setz ein paar Trigger hin, leg ein paar Textköder aus, gib dem Leser die richtigen Anreize, auf den Link zu klicken. Formatiere wichtige Begriffe fett oder kursiv. Das hebt sie hervor. Aber auch hier solltest du es nicht übertreiben. 1 oder 2 Wörter pro Absatz. Mehr nicht. Sonst verlieren diese Hervorhebungen ihre Wirkung. Im Folgenden zeige ich dir eine komplette E-Mail. Hier siehst du auch, wie die verstärkenden Worte im Text untergebracht werden können. So, hier habe ich ein Beispiel dafür, wie der Textinhalt einer E-Mail gestaltet sein kann. Hier oben die Betreffzeile, wie du deinen Blogartikel zum Hörbuch machst. Darunter der Inhalt der Mail, der sogenannte E-Mail-Body. Da haben wir eine Überschrift. Mach aus deinem Blogartikel einen einzigartigen Hörgenuss. Einzigartig ist eines der sogenannten massiven oder starken Worte. Diese Wörter verstärken jede Aussage und erzeugen beim Leser mehr Emotionen. Wie gesagt, ist es vor allem die Emotion, die uns Menschen zum Handeln motiviert. Im weiteren Textverlauf haben wir die Worte reichlich, intensiv, ordentlich, hier als Verstärkung für Roggen, garantiert, deutlich, sensationell, wesentlich, sehr viel stärker, viel mehr. Immens, brandneue Methode, ausgesprochen, all diese Worte verstärken die Aussagen und bringen mehr Emotionen in die Texte. Hier das Wort Soundcloud ist auch verlinkt und ist fett und blau formatiert, so dass es richtig auffällt. Am Ende der E-Mail noch einmal der Link mit der Call to Action. Lies bzw. hör dir hier den kompletten Artikel an. Im letzten Satz noch die wohlwollende Aussage: Ich wünsche dir viele Neukunden mit deinen exklusiven Hörbuchartikeln. Exklusiv ist nochmals ein massives Wort. Dann darunter die Grußformel mit herzlichen Grüßen, darunter der Name. Immer Vor- und Zunahme. Herzlich ist irgendwie noch persönlicher als mit freundlichen Grüßen. Ich habe eine Liste mit über 150 solcher starken Worte erstellt. Massive Worte, die außerordentlich neugierig machen. Diese Liste kannst du dir als PDF-Datei kostenlos herunterladen. Den Link dazu findest du unter dem Video in der Beschreibung. Du solltest die E-Mails auch nicht mit zu vielen Bildern und Farben überladen. Den Link blau formatieren oder ein wichtiges Wort rot formatieren ist okay, aber nicht mehr. Und ein Bild genügt vollkommen. Sehr effektiv kann es auch sein, ein Video in die E-Mail einzubinden. Dazu nimmst du das Video Startbild und fügst es in den Body der E-Mail ein und verlinkst es mit dem Video auf YouTube. Um optisch besser herauszustellen, dass es sich um ein Video handelt, fügst du einen Play-Button in das Startbild ein. Hier ein Video Startbild mit Play-Button, der kann auch größer und rot sein. Auch hier gilt wieder, weniger ist mehr, also nur ein Video pro E-Mail. Übrigens kann es auch die Öffnungsrate der E-Mail erhöhen, wenn du im Betreff gleich das Video ankündigst. Wichtige Extra-Tipps. Ich zeige dir jetzt ein paar wichtige Extra-Tipps zum Schreiben von E-Mails, die du unbedingt beachten solltest. Extra Tipp 1. Bevor du eine E-Mail absendest, solltest du sie unbedingt Korrektur lesen. Zu viele Tippfehler oder Fehler in der Grammatik kommen gar nicht gut an. Deine Leser werden womöglich aus Verärgerung die E-Mail löschen. Daher solltest du Rechtschreib- und Grammatikfehler unbedingt ausmerzen. Lies die E-Mail mit anderen Augen, so als wenn du sie von jemand anderem erhalten hättest. Lass den Inhalt auf dich wirken. Frag dich dabei vor allem, würdest du den Link in der Mail klicken? Extra Tipp 2. Zum Thema Bilder. Bedenke, dass Bilder dem Urheberrecht unterliegen, auch wenn sie auf Anbieterseiten kostenlos sind. Du musst vielleicht Angaben zum Urheberrecht machen, wie zum Beispiel den Fotografen oder die Webseite nennen oder dergleichen. Lies dir auf jeden Fall auf sogenannten Stock-Fotoseiten immer die Nutzungsbedingungen durch. Dort steht geschrieben, was du mit den Bildern machen darfst und was nicht. Verstöße dagegen können böse und teure Abmahnungen nach sich ziehen.
Zurzeit gibt es einige Anbieterseiten, auf denen du Bilder und sogar Kurzvideos kostenlos herunterladen kannst. Und du darfst sie verwenden, ohne den Urheber zu nennen. Unter dem Video findest du Links zu Webseiten mit Bildern, kostenlose wie auch kostenpflichtige. Extra Tipp 3. Nutze die Power des PS. Das PS, also das Postskriptum am Ende eines Briefes oder einer E-Mail, erhält immer besondere Aufmerksamkeit. Hier kannst du noch ein wichtiges Detail zusätzlich unterbringen. Etwas, das du im Text noch nicht genannt hast, ein Extra, ein Bonus oder ein immens wichtiger Hinweis. Gerade wenn es um Dringlichkeit geht, ist ein extra Ansporn, jetzt das Angebot wahrzunehmen, im PS gut untergebracht. Extra Tipp 4. Schick dir selbst eine Test-E-Mail. Bevor du eine E-Mail an deine Liste sendest, solltest du sie erstmal dir selber senden. Denn eine E-Mail, die du selber in deinem Postfach öffnest, nimmst du ganz anders wahr. Du liest sie mit den Augen eines Empfängers. Auf einmal fallen dir möglicherweise Details oder Fehler auf, die du sonst nie entdeckt hättest. Deshalb ist es immens wichtig, dass du jede E-Mail vor dem Absenden erstmal an dich selber sendest. Extra Tipp 5. Abonniere deinen eigenen Newsletter. Dadurch kannst du fühlen und wahrnehmen, wie es deine Abonnenten tun. Wie wirkt zum Beispiel deine Betreffzeile? Würdest du diese E-Mail öffnen? Du nimmst jetzt noch andere Details wahr, die du vielleicht ändern willst. Und ganz wichtig, du kriegst es mit, wenn deine Newsletter-E-Mails aus irgendeinem Grund gar nicht gesendet werden. Denn gerade am Anfang, wenn man mit dem E-Mail-Marketing neu startet, passieren schnell Fehler beim Einrichten der Versandtermine. Wenn du das gar nicht bemerkst, wunderst du dich nur, wieso du keine Umsätze generierst. Also trag dich selbst immer wieder mal von Neuem in deinen eigenen Verteiler ein. Das ist die beste Kontrolle. Extra Tipp 6. Trag dich in andere Newsletter-Verteiler deiner Branche ein und schau, wie diese E-Mails gestaltet sind. Such dir dazu die erfolgreichen Profis aus. Von ihnen kannst du sehr viel lernen. Extra Tipp 7. Testen, testen, testen. Du wirst am Anfang deine E-Mails regelmäßig korrigieren, verändern und neu gestalten müssen. Aber was du ändern oder lassen solltest, das kannst du unmöglich wissen. Das wird dir auch niemand aus dem Stegreif sagen können. Das kannst du nur durch Testen herausfinden. Dafür gibt es das sogenannte Split-Testen oder AB-Testing. Das geht allerdings erst, wenn du bereits eine gewisse Anzahl Abonnenten in deiner Liste hast. Diese Empfänger teilst du dann in zwei Gruppen. Gruppe A schickst du E-Mails mit dem bisherigen Inhalt. Gruppe B schickst du Mails mit einem etwas veränderten Inhalt. Aber du solltest immer nur ein Detail ändern, zum Beispiel eine andere Betreffzeile kreieren. So kannst du testen, welche Betreffzeile besser ankommt. Genauso kannst du nach und nach verschiedene Details der E-Mail ändern und sie testen. Mit der Zeit wirst du dadurch immer bessere, auf deine Abonnenten zugeschnittene E-Mails schreiben. Ich kann natürlich in diesem einen Video nicht alles zum Texten von E-Mails zeigen. Das waren eben nur die wichtigsten Tipps. Wie du Betreffzeilen kreierst, die deine Leser verstärkt zum Öffnen der E-Mail bringen, das erfährst du in einem speziellen Video. Dieses findest du hier rechts außen in meiner Liste. Den Link dazu findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Dort findest du auch Videos zu den Themen Lead Magnet, Squeeze Page, Spam, Double Opt-in Verfahren und vieles mehr. Es würde mich freuen, wenn dir die Tipps in diesem Video helfen, bessere Erfolge mit deinen E-Mails zu erzielen. Abonniere meinen Kanal, um nichts mehr zum Thema E-Mail-Marketing zu verpassen. Klicke auch auf die Glocke, um sofort über neue Videos benachrichtigt zu werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Online-Business. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, dein Dieter Schäfer.